Der Iran hat nach Angaben der israelischen Armee rund 180 Raketen auf Israel abgefeuert. Für den iranischen Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei ist der Angriff damit jedoch noch nicht beendet. Die Schläge der Widerstandsfront auf den erschöpften und dem Untergang geweihten Körper des zionistischen Regimes werden mit göttlicher Hilfe und Kraft noch heftiger werden, schrieb das Staatsoberhaupt auf der Plattform X. Khamenei hat in allen strategischen Belangen das letzte Wort im Iran. Zur sogenannten Widerstandsachse gehören Milizen im Nahen Osten, unter ihnen etwa die schiitische Hisbollah im Libanon oder die Houthi-Rebellen im Jemen. Auch die islamistische Hamas wird von Teheran unterstützt, um den gemeinsamen Erzfeind Israel zu bekämpfen. Millionen Menschen in Israel suchten während des Angriffs Zuflucht in Schutzräumen. In einem Bunker unterhalb eines Einkaufszentrums im Zentrum von Tel Aviv versammelten sich Dutzende Menschen. Eine Frau reagierte panisch auf die Geräusche von Explosionen, die auch in den unterirdischen Räumen zu hören waren. Viele Menschen lasen oder hörten Nachrichten, bis es nach rund einer Stunde Entwarnung gab und sie den Bunker wieder verlassen durften. Auf zahlreichen Videos aus Israel war zu sehen, wie Dutzende Raketen über Orte und Städte des Landes flogen. Zu hören waren auch einige Explosionen, wobei oft unklar war, ob die Raketen in der Luft abgefangen wurden oder einschlugen. Luftalarm ertönte im ganzen Land, Reporter lagen flach am Bauch, während sie weiter im staatlichen Fernsehen berichteten. Am Abend erklärte die Armee, dass im Moment keine Gefahr mehr vom Iran ausgehe. Die Menschen könnten die Schutzräume wieder verlassen. Auf Videos in sozialen Medien war zu erkennen, wie Raketenteile auf israelische Orte wie Tel Aviv herabfielen. Israels Militär zufolge gab es eine kleine Anzahl von Einschlägen im Zentrum Israels und weitere im Süden des Landes. Der Schaden nach dem iranischen Angriff werde derzeit ermittelt, sagte ein israelischer Sicherheitsbeamter. Israel drohte indes mit einem Gegenschlag. Wie wir der internationalen Gemeinschaft bereits zuvor klargemacht haben, muss jeder Feind, der Israel angreift, mit einer harten Reaktion rechnen, twitterte UNO-Botschafter Danny Dannon. Der Iran bezeichnete seine Raketenangriffe auf Israel als angemessene Reaktion auf die Eskalation im Nahost und drohte mit weiteren Attacken. Irans legale, rationale und legitime Reaktion auf die Terroranschläge des zionistischen Regimes, die Angriffe auf iranische Staatsbürger und Interessen sowie die Verletzung der nationalen Souveränität der Islamischen Republik Iran wurde ordnungsgemäß durchgeführt, teilte die iranische UNO-Vertretung in New York mit. Sollte Israel es wagen, darauf zu reagieren, wird eine vernichtende Reaktion folgen, heißt es. Die Armee hatte die Menschen in Israel kurz zuvor aufgerufen, sich auf einen groß angelegten iranischen Angriff vorzubereiten und sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten. Eine DPA-Korrespondentin berichtete, in Tel Aviv seien starke Explosionen zu hören. Auch iranische Staatsmedien berichteten über die Attacke auf den Erzfeind. Laut Reuters-Zeugen wurden iranische, in Richtung Jerusalem abgefeuerte Raketen über jordanischem Luftraum abgefangen.